Marita, no te tomes. Gute Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Horror-Video und ihr liebt es, wenn wir Rituale machen. Auch wenn das für uns nicht so das Beste ist, Leute. Weil ihr wisst ja, Rituale haben schlimme Folgen. Und die, die wir heute machen, die haben auch schlimme Folgen. Also macht diese Rituale auf keinen Fall zu Hause nach. Wir sind keine Profis, aber wir haben so ein bisschen Ahnung bekommen inzwischen. Und ja, Leute, die Rituale, die wir tun und machen, sind nicht ohne nichts. Also macht es, wie gesagt, zu Hause nicht nach. Also Leute, seitdem wir mit den Ritualen generell angefangen haben, mein Zimmer hat sich in das Negative verändert. Ich spüre schlechte Energie, ich fühle mich oft unwohl in meinem eigenen Zimmer. Und ich bleibe seit diesem Ritual, auch mit diesen Wünscherouten, ich bin immer bis mindestens 3 Uhr morgens wach. Ich muss um 3 Uhr morgens immer auf mein Handy gucken, immer auf die Uhrzeit. Und dann mache ich das Licht an, Leute, ich habe so Angst. Und ich habe immer das Gefühl, dass irgendjemand mich anstarrt oder mich gleich holt. Und ich höre bis heute meinen Namen von diesen Stimmen. Bis heute. Leute, das erste Ritual, was wir machen, heißt die 3 Könige auf Deutsch. Und auf Englisch The 3 Kings, aber ich kenne kein gutes Englisch. Und zwar, Leute, ist es dafür da, um halt mit einer höheren Dimension oder mit seinem eigenen Unterbewusstsein in Kontakt zu treten. Und dann ist hier halt eine Anleitung, was man braucht und wie alles funktioniert. Und zwar, Leute, fangen jetzt an mit der Story. Ist auch das erste Mal, dass Alina sie hört. Es war ein junger Mann, er hieß Max, und der hatte ein Buch, das halt die 3 Könige hieß. Und in dem Buch stand halt dieses Ritual geschrieben. Und er war so neugierig, dass er das gemacht hat. Er hat das alleine nachts in seinem Keller getan, Leute. Da braucht man 2 Spiegel, die hat er auch aufgebaut. 2 große Spiegel, 1 rechts, 1 links. Und in der Mitte hatte er halt seinen Stuhl. Die 3 Könige, rechter König, linker König und er selber. Und da hat er eine Kerze angezündet, hatte sie in der Hand und 5 Minuten nachdem er die Kerze angezündet hatte, hat er Stimmen gehört. Und was man auf keinen Fall machen darf, ist in die Spiegel schauen. Oh mein Gott. Da wurde er wieder still und er wurde sehr unruhig und hat dann gewartet, Leute, bis Folgendes passiert ist. Er hat gehört, wie einer der Spiegel, also aus der Spiegelrichtung, seinen Namen kam. Deutlich hat er gehört, wie er jemand seinen Namen sagt. Und er hat das Schlimmste getan, was man nicht absolut nicht machen darf. Er hat in den Spiegel geschaut. Und dort hat er dann ein Gesicht gesehen mit leeren Augen, Leute. Verranzt und richtig gruselig einfach. Danach, Bloody Mary. Danach ist er in Ohnmacht gefallen, ist aufgestanden und hat sich seitdem jeden Tag beobachtet gefühlt. Und wusste zwar nicht mehr, was genau an dem Tag passiert ist oder in der Nacht, aber weiß ganz genau, dass irgendwas bei ihm war und dass irgendwas ihn beobachtete, auch tagelang nach dem Ritual. Und er hat tagelang nach dem Ritual nicht geschlafen. Also seitdem ist es ganz kühl in seiner Umgebung und der Keller ist kalt und alles. Leute, das ist ganz groß. Ihr wisst, was das Schlimmste ist, aber auch, bevor er in Ohnmacht gefallen ist, hat er so ein richtig widerliches Lachen gehört. Man müsste sich vorstellen, er hat in die Augen geschaut, hat dann weggeschaut, hatte dies, und dann ist er halt kurz danach noch in Ohnmacht gefallen. Und davor hat er dieses eklige, dieses richtig böse Lachen gehört. Ich lese jetzt vor, wie man das Ganze vorbereitet und durchführt. Bitte nicht zu Hause nachmachen, aber es ist für uns und wir brauchen das. Also, zuerst brauchen wir halt einen ruhigen, großen Ort ohne Lichtquellen. Wir haben halt die 2 Lichter, aber die schalten wir einfach aus. So, ein großer Raum ist auch okay. Und dafür braucht man dann 2 Spiegel, einen Stuhl, eine Kerze, einen Eimer Wasser und einen Feuerlöscher als Sicherheitsvorkehrung. Leute, der Eimer Wasser ist einfach nur dafür da, falls ihr die Kerze fallen lässt, wenn ihr in Ohnmacht fliegt. Der Feuerlöscher genauso. Würdest du mir sagen, dass ich in Ohnmacht fliege? Und es ist wichtig, dass ich die Kerze im Blick habe und nicht direkt in die Spiegel schaue. Ich muss ruhig bleiben und aufmerksam und alles beobachten, was sich in meinem Raum verändert und Sachen wahrnehmen. Kommunikation. Das Ziel ist es, einen Zustand zwischen Schlaf und Wachen zu gelangen, in dem du möglicherweise Kommunikation aus anderen Dimensionen oder von deinem Unterbewusstsein empfangen kannst. Manche Menschen berichten von Stimmen oder von Visionen, die durch den Spiegel reflektiert werden. Das heißt, ich kann zum Beispiel sehen, wie irgendwas passiert oder was. Leute, ganz ehrlich, da steht ja, man kann mit seinem Unterbewusstsein in Kontakt treten. Ich will gar nicht wissen, was im Unterbewusstsein abgeht. Ich will ja nicht. Leute, beim Unterbewusstsein sind bestimmt so crazy Dinge. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich in Ohnmacht falle, dann ungefähr so noch eine Stunde wieder aufstehe, mein Zimmer eiskalt ist, war schon auch das, nachdem man in Ohnmacht gefallen ist. Weißt du, dass wir in Ohnmacht fallen? Man muss alleine machen.
Bro. Einer drei Könige, ein Spiegel, der andere Spiegel, ich. Das sind drei Leute, da kannst du vier, ist aber nicht four Kings. Du kommst danach dran, Alina. Was? Wieso bin ich zuerst? Ich glaube, es ist Zeit zu gehen für mich, weil Leute, ich habe echt Angst vor solchen Ritualen. Okay, es ist genau eine Armlänge entfernt, Leute, ihr seht, es berührt mich nicht. Auch nicht, wenn ich ausstrecke. Alter. Ich muss kurz gucken. Ich sehe alles, Inga. Ich sehe alles. Ich sehe mich. Ich sehe alles. Ich sehe hier zeitlich meine Füße. Ja. Also was auch immer. Also ich wollte nur ganz kurz anmerken, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da auch gleich sitzen werde. Ich habe sogar Angst, in diesem Raum zu sein, obwohl ich da nicht auf dem Stuhl bin. Ich glaube, ihr dürft echt nicht reden, gell, Leute? Das Ding ist, Leute, ich muss im Halbschlaf sein. Okay. 3, 2, 1, go. Also zuerst muss ich kurz erwähnen, es ist sehr schwer, nicht in den Spiegel zu schauen. Hier war irgendwas. Ich habe es vom Augenwinkel gesehen, aber ich habe nicht geschaut. Es war so schwer, nicht zu schauen. Am Anfang dachte ich mir, okay, hä, wie geht das Ganze? Und dann habe ich es verstanden. Man muss so tief in sich reingehen, gell, und warten. Und dann wurde mir gesagt, ich bin am Meer. Das waren meine Stimmen. Aber es waren nicht meine Worte. Checkt ihr? Also erstens muss ich, wenn in dem Spiegel war irgendwas, du darfst bloß nicht schauen. Das war so ein Widerstand, nicht zu gucken, gell. Aber ich habe irgendwas gesehen, aber es war sehr groß, ungefähr so bis hier. Und dann wurde mir gesagt, dass ich am Meer bin. Und dann habe ich halt gefragt, warum bin ich am Meer? Und dann gab mir keine Antwort mehr drauf. Nur dann irgendwie, da hat es sich so bedrückend angefühlt, wisst ihr? Und dann wird irgendwas Böses gesagt. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Das fühlt sich an, als wäre ich gerade eben, keine Ahnung, draus gewesen. Aber Fakt ist, da war was. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch gerade mit mir selber geredet, Leute. Ich weiß es nicht. Aber wenn man so lange auf eine Kerze schaut, gell, da geht man ins Unterbewusstsein und dann kommen die Sachen, wovor du einfach Angst hast. Also, mein Herz schlägt schneller. Ich habe Angst, ich möchte das nicht machen. Und ich habe Angst, dass ich irgendwas sehe in einem der Spiegel. Okay. Und das Ding ist, bei mir ist es sehr schwer, dass ich nicht in einen Spiegel gucke. Und ich muss mich nur auf die Kerze konzentrieren, ja? Moment für mich, mein Gott. Es klingt ziemlich krank. Aber in meinem Kopf habe ich meine eigene Stimme gehört, wie mich jemand runterdrückt und ich ertrinke. Und gegen Ende war die Flamme so stark, die ist die ganze Zeit so hochgegangen, dass ich ein faltiges Gesicht gesehen habe. Ich schwöre auf alles, ich habe gesehen und ich hatte Angst, weil je mehr die Flamme länger da war, deswegen wollte ich, dass das Licht angeht, dieses Gesicht ist mir näher gekommen. Ich hatte so Angst, dass dieses Gesicht näher kommt und ich schwöre es euch, das war so verdammt gruselig und von beiden Seiten habe ich gespürt, als ob mich jemand die ganze Zeit anguckt, die ganze Zeit. Aber gerade eben, Leute, ich schwöre es euch, gegen Ende, die Flamme, die war so richtig stark und die ging so hoch in die Höhe. Und dieses faltige Gesicht ist immer näher gekommen. Meine Beine wurden zittrig. Das ist mir noch nie mein ganzes Leben passiert. Ich glaube, bei dem Ritual ist es automatisch so. Ich glaube, es ist... Wenn du die Kerze die ganze Zeit reinstellst. Ja, ich glaube... Bei Bloody Mary ist ja ähnlich, du guckst ja auch so. Ja, genau. Leute, ich glaube, bei dem Ritual, das ist... Jetzt, ich glaube nicht, dass es irgendwas mit dem drei Könige zu tun hat. Meine Vermutung ist einfach,
wenn du dich nur auf dich selber konzentrierst und in eine Kerze reinschaust, in der tiefsten Dunkelheit, irgendwann bist du einfach in deiner eigenen Welt und redest halt nur mit dir selber. Das Ding ist, auch wenn es jetzt dumm klingt, ich habe versucht, an ganz andere Sachen zu denken. Ja, ich habe in den ersten Sekunden an Essen versucht zu denken, also an so schöne Sachen, und irgendwie meine Gedanken wurden von Zeit zu Zeit negativer, und auf einmal höre ich diese Stimme, also meine Stimme, mich irgendwie ertrinken, und es kam halt aus dem Nix, weil innerlich dachte ich mir so, hä, gerade waren doch nur so schöne Gedanken, von wo kommen jetzt solche schlechten Sachen? Wir machen jetzt Ritual the Closet Game, also das Schrankspiel auf Deutsch übersetzt. Und zwar, Leute, ist die Geschichte, dass ein Mädchen namens Emma nachts allein in ihrem Apartment war und sie dann beschloss halt, dieses Spiel zu spielen. Sie nahm eine Taschenlampe und ein Feuerzeug halt dementsprechend, ging in den Schrank, schloss die Tür und sagte, zeig mir das Licht und lass mich in der Dunkelheit. Nach ein paar Sekunden spürte sie, wie ihr Herz bis zum Hals schlug und Sekunden zu Stunden wurden gefühlt. Sie hörte ein kleines, leises Flüstern hinter ihrem Ohr, machte das Feuer an. Danach rannte sie aus ihrem Schrank raus und hat gespürt, wie etwas an ihrem Nacken war. Etwas Unsichtbares ganz nah bei ihr. Nach dieser Nacht erlebte Emma häufig unklare Vorfälle in ihrer Wohnung. Gegenstände bewegten sich selbst und nachts hörte sie ein Flüstern aus dem Schrank. Also Leute, und zwar ist der Sinn von diesem Closet Game, dass man jemanden, beziehungsweise mein Dämon, in seinen Schrank einlädt. Das war's auch schon, das ist der Sinn. Also Leute, Durchführung natürlich, Vorbereitung ist halt, man braucht ein Feuerzeug und eine Taschenlampe. Und ja, das war's auch schon. Also man beginnt erstmal, dass man den Schrank betritt. Der Raum sollte völlig dunkel sein, und man soll die Schranktür danach hinter sich halt schließen, sodass man in völliger Dunkelheit steht. Danach spricht man die Wörter, zeig mir das Licht und lass mich in der Dunkelheit. Dies soll den Dämon herausfordern. Man wartet einige Momente und hört sorgfältig zu. Man muss auf Geräusche oder Hinweise hören, dass jemand in deiner Nähe ist. Und sobald du Flüstern hörst oder spürst oder dass etwas anwesend ist, musst du sofort das Licht anzünden, also halt das Feuerzeug. Das Streichholz muss schnell angezündet werden, sobald du die Präsenz fühlst. Wenn das Streichholz erfolgreich brennt, heißt es, dass der Dämon erschienen ist. Und was, wenn es ausbleibt? Abrupt, vorübergehend, sicher. Wenn es ausbleibt, heißt er, es kommt nicht, er ist nicht da. Und ein Abschluss, bleibt nicht im Schrank, verlass ihn sofort. Das heißt, es ist ein Ding von Sekunden. Also ist schon gruselig, dass sie zu dritten Schrank reingehen, erstens. Zweitens, Leute, das Ding ist, egal was passiert, man muss aus dem Schrank rennen. Wenn ein Streich jetzt angeht, soll man rausrennen. Wenn es nicht angeht, soll man auch rausrennen. Aber Leute, wenn es angeht, gerne nicht erstmal so doof angucken, so, oh mein Gott, man muss direkt rausrennen mit der Taschenlampe. Wenn es angeht, dann drin bleiben. Rausrennen! Ach so. Egal was ist, man muss rausrennen. Wenn es angeht, ist er eingeladen. Wenn's... Aber das Ding ist ganz ehrlich, er spürt immer irgendwie was angeblich. Inga! Weil es so ist, Junge! Wir sind jetzt hier in Ingas Zimmer, Leute. Taschenlampe haben wir. EMF-Gerät haben wir auch, Leute, um zu gucken, ob hier irgendwelche Quellen oder Präsenzen sind. Ich weiß nicht, was passiert. Aber das Ding ist, wenn man so allein im Schrank ist, ohne Licht oder nichts, man spürt doch immer irgendwas. Und das Klasse, wenn Alina sagt, dass sie das spürt, mache ich das nicht an, Leute. Was? Weil sie spürt immer dann irgendwas. Dann bin ich überflüssig, dann brauche ich in den Schrank reingehen, wenn du eh nicht auf mich hörst. Ach, was, du kannst auch draußen bleiben, aber hier im Raum, alleine. Nein. Wir gehen in den Schrank. Nein. Vielleicht ist das EMF-Gerät, damit gucken wir ja, ob irgendwas da ist. So Präsenz oder D-Punkt. Demo. Okay, ich bin clean. Zeig mir das Licht oder lass mich in der Dunkelheit. Jetzt soll man warten, bis man was spürt. Das war ich so. Wir haben so ausgemacht, dass wir warten, bis wir alle drei was spüren. Absolut keine gute Idee, dass wir so lange warten und dass wir hier so lange drin sind, das weiß ich zu 1000%. Bei einigen dauert es 2 Minuten, bei anderen ein paar Sekunden. Jede Sekunde, wo ich hier drin bin,
jede Sekunde mehr welche raus. Hörst du das auch? Mhm. Hey, hörst du das? Ja, ich höre das. Raus, Inga, raus, 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 raus. Da waren immer so stumpfe Geräusche und auf einmal Leute so, wie so eine Alarmanlage, so, so alarmmäßig, Leute. Und ich finde, als ich rausgegangen bin, beziehungsweise rausgerannt sind, Leute, mir war direkt schwindelig, als ob man so runtergezogen wird von irgendwas. Ja, da war die ganze Zeit so ein Geräusch da und ich wusste nicht, was das war. Ich wusste nicht, bin ich die Einzige, die das hört? Da habe ich Cell angeguckt und die hatte ganz große Augen. Du hast irgendwie gar nicht drauf reagiert. Ich habe auf den Boden geguckt, weil ich so Angst hatte. Ich will nicht auf meine Augen ab und zu mal zugemacht, dass ich sehe. Und ich habe versucht, nicht in den Spiegel zu gucken. Und dieses komische Geräusch, das war wie so ein Alarmgeräusch oder so, aber so durchgehend. Das ist Salbei, Leute, damit tut man schlechte Energien und Geister wegbeschwören. Heißt es wegbeschwören? Fang im Schrank an. Das sollte nicht brennen, das sollte noch rauchen. Warum raucht es nicht? Und wenn das schwarz ist, da hat Mama gesagt, da ist schlechte Energie. Alter, ich find's so creepy gerade. Leute, ich kenne Salbei und ich kenne so seltene Fälle, wo das Salbei auf einmal nicht angeht, Leute, oder wo dann der Rauch nicht kommt. Und nach dem Ritual geht's auf einmal nicht.